Hier ist wieder FatFat für fettspielen.de. Hier ist wieder FatFat von fettspielen.de und wie versprochen werde ich euch jetzt sagen, was Bernard hier zwischen hinter diesen beiden Türen findet. Und wir gehen erstmal nach links und schauen. Da ist Schwester Edna. Und was treibt die hier? Offensichtlich ist sie bei einer Menge Videoüberwachungskameras am Start. Was ist? Ich habe... Sag mal, bist du nicht Bernard Bernoulli? Sie müssen mich mit einem anderen Bernard Bernoulli verwechseln. Nein, du bist es. Du bist vor ein paar Jahren in unser Motel eingebrochen, um deinen Freund zu retten. Warum bist du diesmal gekommen? Ich gehe besser. Ein Geheimnis, wie? Tja, du bist so süß, ich werde dich schon nicht verraten. Eine kleine Anspielung auf den ersten Teil. Day of the Tentacle ist nämlich eine Fortsetzung von Maniac Mansion. Das Spiel ist ein paar Jahre älter, auch nicht in dieser wunderschönen, skurrilen VGA-Grafik, sondern ich glaube, das war CGA. Auf jeden Fall doch noch ein bisschen mehr Retro als das hier. Kann man auf jeden Fall sich auch mal reinziehen. Ganz, ganz witziges Game, aber meiner Meinung nach nicht zu vergleichen mit diesem großartigen Spiel Day of the Tentacle. So, eine Sache können wir hier jetzt tatsächlich machen, die wir auch nur machen können, weil Hoagie den Hammer ausgetauscht hat. Wir sehen es hier, die Statue trägt jetzt ja quasi das Schwert rechts und nur weil sie das tut, können wir Schwester Edna die Treppe runterschubsen. Juhu! Und sie kommt nicht mehr hoch. Sagt man so schön, wenn du die Welt retten willst, musst du ein paar alte Damen die Treppe runterschmeißen. Sehr, sehr gut. Alles klar. So, jetzt schauen wir hier mal, was wir hier sehen. Aha, das ist also eine Kamera, die den Safe überwacht, den wir unten im Büro gesehen haben, im ersten Let's Play. Und das wird uns noch in Zukunft, ja, nützlich sein. Oh, ein unförmiges Wesen wurde am Tatort gesehen und wir wissen, um welches Wesen es sich handelt. Das Tentakel ist unterwegs. So, was ist hier rechts? Hey, bist du nicht der verrückte Ed Edison, die alte Nuss? Ja, nun, ich... Moment, kenne ich dich? Natürlich, Bernoulli, Bernard Bernoulli. Ich war schon mal da, klaute deinen Hamster und das Sparschwein. da läutet nichts, aber ich kann mich eh nicht an viel aus dieser Periode erinnern. Mein Psychotherapeut sagt, damals wäre mir etwas Traumatisches passiert, das ich verdränge. Aha. Hat es irgendetwas mit einem Hamster zu tun? Alles, was ich weiß, ist, dass ich einen niedlichen weißen Hamster mit Flecken hatte. Jetzt habe ich einen niedlichen Braun ohne Flecken. Das macht mich kribbelig und die Albträume sind wieder da. Es geht mir jetzt besser. Ich habe diese schlechten Gedanken nicht mehr. Ich sammle jetzt Briefmarken. Das ist eine nette Sammlung. Kann ich sie haben? Nein! Ich meine, nein. Die bedeuten mir sehr viel. Manchmal denke ich, sie sind meine einzigen Freunde. Oh, armer Kerl. Hoffentlich habe ich dich nicht zu sehr aufgeregt. Tschüss. Friede sei mit dir. Aber da wir schon den ersten Hamster im ersten Teil geklaut haben, warum nicht auch den? So, und jetzt wollen wir mal unseren manisch-depressiven, zurückgebliebenen Freund etwas ärgern und die Zaubertinte auf seine Briefmarkensammlung versprühen. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Spritz. Toll, oder? Meine Pony-Express-Briefmarken. Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer. Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese... negativen Gefühle tun. Alles klar, diese Briefmarke nehmen wir mit. Und das Buch geben wir ihm natürlich, das Album geben wir ihm natürlich wieder zurück. Raus hier! Hey, der Fleck ist wieder weg. Ich glaube, ich kann dir verzeihen. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Ja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Das bin wohl ich. Hier ist übrigens ein Computer und wenn wir den benutzen, dann passiert Folgendes.
Wir sind im ersten Teil. Maniac Mansion, hier sehen wir es auch von 1987/88 und können tatsächlich ein super geiles Gimmick, den Vorreiter, den ersten Teil hier spielen, im Spiel. Das werden wir jetzt aber nicht machen, aber wer Lust hat, die Vorgeschichte zu Day of the Tentacle zu sehen, zu verfolgen, das erste Spiel zu spielen, der kann das hier tun. Doch wir spielen weiter Day of the Tentacle beim nächsten Mal.